Johann Ernst Hansi Hinterseer, geboren am 2. Februar 1954 in Kitzbühel, Österreich, ist ein vielseitiger Schlagersänger, Schauspieler, Moderator und ehemaliger Skifahrer. Schon in jungen Jahren zeigte Hansi herausragendes Talent im Skisport, insbesondere im Slalom und Riesenslalom. Unterstützt und angeleitet von seinem Vater Ernst, dem Slalom-Olympiasieger von 1960, hatte Hansi eine bemerkenswerte sportliche Karriere. 1968 wurde Hansi österreichischer Schülermeister im Slalom, Riesenslalom und in der Kombination. Ein Jahr später wurde er in die ÖSV-Nationalmannschaft aufgenommen. In der Saison 1971/72 nahm er an Weltcuprennen teil, wo er im Slalom von Berchtesgaden seine ersten Punkte erzielte. Der Höhepunkt seiner Skikarriere kam in der Saison 1972/73, als Hansi in Enkeritsch seinen ersten Riesenslalom gewann und sich bei Weltcup-Wettbewerben hochplatzierte. Das Leben von Hansi Hinterseer besteht nicht nur aus Glanzlichtern auf dem Eis. Obwohl er in seiner Skikarriere viele Erfolge erzielte, war er auch mit vielen Schwierigkeiten und Tragödien konfrontiert. Der Erfolg kam durch den Gewinn von 6 Weltcuprennen und einer Weltcup-Medaille, doch seine Jugend und der Druck einer Spitzensportkarriere brachten ihn immer wieder in Schwierigkeiten. 1994 wechselte Hansi beruflich zur Volksmusik und erlangte schnell Erfolg als Sänger. Er hat mehr als 30 Platten veröffentlicht und damit die Herzen vieler Fans erobert. Trotz seines Erfolgs in der Musik steht Hansi immer noch vor Herausforderungen in seinem persönlichen und beruflichen Leben. Hansi Hinterseer ist ein Familienmensch, bei dem Liebe und Familie stets an erster Stelle stehen. Sein Familienleben mit seiner Frau Isabella und seinen 4 Kindern war stets voller Freude und Glück. Die Unterstützung und Liebe seiner Familie sind eine große Motivationsquelle, die ihm hilft, Schwierigkeiten und Herausforderungen im Leben zu meistern. Trotz vieler großer Erfolge hatte Hansi auch mit Misserfolgen und Schwierigkeiten zu kämpfen. Oftmals wurde er aufgrund seiner Jugend und mangelnden Erfahrung unterschätzt oder erhielt nicht die Anerkennung, die er verdiente. Doch mit Beharrlichkeit und ständigem Einsatz meisterte Hansi alles und festigte seine Position in der Sport- und Musikbranche. Hansi Hinterseer setzt sich stets hohe Ziele und strebt stets nach größeren Erfolgen. Seine Karriere beschränkt sich nicht nur auf Sport und Musik, sondern erstreckt sich auch auf Film und Fernsehen. Er ist nicht nur in Österreich, sondern auf der ganzen Welt zu einer Ikone geworden und hat enorme Beiträge zu Kultur und Unterhaltung geleistet. Hansi Hinterseers Leben ist eine inspirierende Geschichte von Ausdauer, Einsatz und Liebe. Obwohl er mit vielen Tragödien und Herausforderungen konfrontiert war, erhob er sich immer weiter und behauptete sich in allen Bereichen. Die Freuden und Sorgen des Lebens haben ihm geholfen, erwachsen zu werden und zu einer angesehenen Ikone in den Herzen der Fans zu werden. Das Leben von Hansi Hinterseer ist ein klarer Beweis für den Geist der ständigen Anstrengung und des Strebens. Von seinen ersten Tagen auf dem Skigebiet an, als er Herausforderungen und Misserfolge meisterte, bekräftigte er nach und nach sein Talent und seinen Mut. Seine sportlichen Erfolge ebneten den Weg für eine Karriere in der Musik- und Unterhaltungsbranche, wo er weiterhin mit seinem außergewöhnlichen Talent und Charisma glänzt. Seit seiner Hinwendung zur Musik hat Hansi Hinterseer unauslöschliche Spuren hinterlassen. Mit mehr als 30 veröffentlichten Alben und Millionen verkauften Exemplaren hat er die Herzen des Publikums nicht nur in Österreich, sondern auf der ganzen Welt erobert. Seine volkstümlichen und gefühlvollen Lieder sind zu vertrauten Melodien im Leben vieler Menschen geworden. Hansis Leben ist nicht nur voller Erfolg, sondern auch voller Herausforderungen. Der Druck,
seine Form beizubehalten und weiterhin hochwertige Musikprodukte zu schaffen, lastet immer schwer auf seinen Schultern. Erwartungen des Publikums und der Öffentlichkeit werden manchmal zur Belastung, doch Hansi begegnet ihnen stets mit Optimismus und Entschlossenheit. Auch wenn sie beruflich beschäftigt ist, nimmt sich Hansi immer Zeit für ihre Familie. Seine Frau und seine 4 Kinder sind sein größter Stolz und seine größte Ermutigung. Glückliche Momente mit seiner Familie helfen ihm immer dabei, sein Leben in Einklang zu bringen und seinen Karriereweg stetig fortzusetzen. Die Liebe und Unterstützung seiner Familie halfen ihm, viele Stürme zu überwinden und in schwierigen Zeiten seinen Geist zu bewahren. Hansi Hinterseher ist nicht nur ein talentierter Künstler, sondern auch eine Person mit großem Einfluss auf die Community. Die Wohltätigkeitsaktivitäten und sozialen Projekte, an denen er teilnahm, haben vielen Menschen geholfen und positive Veränderungen in der Gesellschaft bewirkt. Er nutzt seinen Ruhm und seinen Einfluss stets, um dazu beizutragen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Rückblickend hinterlässt Hansi Hinterseher ein reiches und inspirierendes Erbe. Er ist nicht nur ein hervorragender Skifahrer oder ein talentierter Sänger, sondern auch eine Inspiration. Sehe es in Blockchain-Technologien. Heute haben wir machen wir am Ende der Schulzeit das Abitur. Alles zusammengepackt in ein paar Tagen. Ich glaube, in Zukunft können wir wirklich Learning on the go irgendwo bewerten. Wir können kleinere Lernschritte erfassen und das später zusammenfügen zu einem Bild, was Menschen können, ne? Und vielleicht auch lebensbegleitend. Ich glaube, das wird auch diese Monopole, die wir heute haben, zum Beispiel Universitäten, die irgendwo Abschlüsse vergeben können, dann wahrscheinlich brechen. Ich glaube, da werden viele Möglichkeiten im Leben zu lernen, dann sichtbar werden durch solche Technologien. So, letzter Punkt. Das sind natürlich alles Themen, die sich in dieser Pandemie enorm verstärkt haben. Wir sehen zum Beispiel, wir haben im Mai die Schulsysteme befragt, der 36 OECD-Staaten, und nur 22% der Bildungssysteme haben gesagt, wir wollen wieder da ankommen, wo wir gestartet sind. Schauen Sie sich den gelben Balken an. Hybrides Lernen wird zum neuen, zu der New Normal. Die Hälfte der Bildungssysteme sieht im Grunde die Integration der realen und virtuellen Welt im Schulbereich als Standard an. Und wie das jetzt umgesetzt wird, ich glaube, da muss man noch sehr, sehr viel dran arbeiten, denn gut gemacht heißt das ja nicht, ich teile meine Klasse auf, die einen lernen digital, die anderen sitzen bei mir, sondern im Grunde muss ich das schülerbasiert machen. Wo lernt welcher Schüler am besten und wie kann ich Schüler in bestimmten Kontexten bestmöglich unterstützen? Das sind also sehr, sehr große Ansprüche, wo es eben weniger um die Vermittlung von Wissen geht, sondern eher, wie werde ich als Lehrkraft zu einem guten Coach, einem guten Mentor und so weiter. Wir sehen auch während der Pandemie, über 90% der Schulen im OECD-Bereich haben digitale Medien benutzt, wobei der orange Balken wichtig ist. In den meisten Fällen ging es wirklich nicht um digitale Medien, die unabhängig gearbeitet haben, sondern um digitale Technik, die Lehrkräfte mit ihren Schülern zusammengebracht hatten. Fernsehen und Radio haben in vielen Ländern auch eine große Rolle gespielt, in Deutschland wohl weniger. Aber gerade bei den jüngeren Kindern gab es Länder wie Spanien und so weiter, Portugal, sehr, sehr gute Erfolge damit. Ne? Technologie ist natürlich immer nur so gut, wie sie dann auch verwendet wird. Hier habe ich keine Daten für Deutschland, weil Deutschland an unserer Lehrerstudie nicht teilnimmt. Aber Sie sehen, in Ländern wie Dänemark, Neuseeland oder Australien oder den Vereinigten Arabischen Emiraten,